Es geht um die Sprache. Servus und hallo bei Bianca Kellinga. Willkommen in meinem Jugendzimmer. In meinem Jugendzimmer, so nahe sind wir uns noch nie gestanden. Heute in dem Video geht es um Fragen zum Studium und es ist wieder endlich Zeit zu meckern, aber auch um Gutes zu sagen. Lieblingslehrer hatte eine glorreiche Idee. Wir werden also in dem Video Fragen beantworten von der schlimmsten Studienerfahrung bis hin zu, was ich vor dem Studium gern gewusst hätte. Lieblingslehrer hat zu dem Thema schon ein Video und meins kommt jetzt. Also unbedingt dranbleiben. Die schlimmste Erfahrung hat natürlich mit einer Prüfung zu tun, wo ich mich natürlich vollkommen unfair beurteilt gefühlt habe. nicht beurteilt gefühlt, aber mir hat der Umgangston nicht gefallen, sagen wir so, von einem Prüfer. Es war damals so, ich bin aus den USA zurückgekommen. Es ist das erste Mal in den USA, als ich in Arizona war, als Austauschstudentin, fast ein Jahr. Habe mir gedacht, ich kann jetzt wunderbar Englisch reden. Und dann gehe ich zur Sprachbeherrschungsprüfung, wo ich nur 5 Minuten reden muss. Und ja, da wird halt auch die Pronunciation und Intonation abgefragt. Kannst du Dinge gut aussprechen und kannst du Reden gut aufbauen? Ja, und ich bin halt gerade mit einem genügend durchgekommen. Ja, und mit einer Beurteilung, wo es mir mal die Haare aufgestellt hat. Also es waren 2 Prüfer, eine Prüferin, muss ich sagen, das war durchaus gerechtfertigt. Die hat mir gesagt, naja, das und das war falsch ausgesprochen. Und okay, wenn ich heute Videos von mir selbst schaue, wo ich Englisch rede, ist das jetzt auch nicht immer so gut. Native Speaker Niveau ist es nicht, aber ja, was will man erwarten? Aber der andere Prüfer, das war für mich in dem Moment der böse Prüfer, der hat, wie gesagt, nur Negatives gesagt und hat mir, da wo ich fast schon am Ende meines Studiums gestanden bin, meines Lehramtsstudiums, hat mir da gesagt, ich kann niemals Lehrerin werden, weil ich da immer ins Eck schaue, also, weil meine Körpersprache schlichtweg ein Problem ist. Wobei, ja, er unterrichtet zwar auf der Uni, aber ist auch nicht Lehrer an einer Schule. Ja, und ich finde, das ist Blödsinn und überhaupt so was Allgemeines zu sagen, finde ich sehr unangebracht und es muss nicht sein. Und ich weiß halt, dass derselbe Prüfer noch viel schlimmere Dinge gesagt hat zu anderen Studentinnen und teilweise auch am Anfang des Studiums, wo man halt doch noch fast verletzlicher ist, weil man da halt nicht weiß, ob das jetzt wirklich realistisch oft ist, ob man schafft oder nicht. Und ja, Und überhaupt war ich generell von der ganzen Prüfung schockiert. Ich will es jetzt nicht ganz genau ausführen, weil das wahrscheinlich zu lang und zu anstrengend wird, wenn man selbst nicht dabei war. Aber es war auch so, es waren auch 3 dran sozusagen. Also ich habe 2 andere auch gesehen, die da praktisch so 5 Minuten lang reden haben müssen. Und ich habe es zum Beispiel auch überhaupt nicht verstanden, dass zum Beispiel eine mit nicht genügend beurteilt worden ist, wo ich fand, dass die eigentlich die beste Vorbereitung, also die besten vorbereitete Rede gehabt hat, wo einfach, als hätte sie schon irgend so ein Skript und so ein Tablet davor gehabt, wo sie jeden Satz wirklich abliest und genau einstudiert hat, was natürlich nicht der Fall war. Und ich das eigentlich eine ganz gute Rede empfunden habe und eigentlich das Englisch auch ganz gut empfunden habe. Und die hat eben ist durchgefallen bei der Prüfung und dann, wo ich mir gedacht habe, ein anderes Mal war ein anderer dran und mir gedacht, das hört sich eingedeutschter an und der Akzent, sehr, sehr deutsch hört sich das an, finde ich schwer zum Folgen. Und die hat die beste Note von uns 3 bekommen. Aber ja, ich hoffe, sie hört das jetzt nicht. Das ist natürlich gemein, wenn ich so sage. Aber ja, es war für mich nicht ganz verständlich, das Ganze. Also ja, als ich die Prüfung vorbeigehabt habe, habe ich mir gedacht, natürlich, ich habe ein genügend, aber insgesamt habe ich den Kopf schütteln müssen, wie das zustande kommt. Und ja, ja. Überhaupt auch in der USA wurde mir eingeredet, wie gut ich nicht bin, überall A's und 1er. Dann kommst du zurück nach Österreich und dann sagt man dir, wie schlecht dein Englisch nicht ist. Und in den USA ist es überhaupt kein Problem, dass du durchkommst und dich verständigen kannst und ja, dass du sogar besser bist teilweise als die amerikanischen Studenten. Naja, zumindest in Arizona, da habe ich mich bemüht. Aber ja, wie dem auch sei, ich bereue, ach mein Gott, jetzt wird schon wieder zu lang. Ich bereue es aber heute, dass ich nicht damals in die Office Hours gegangen bin zu dem einen Professor und es dem zumindest gesagt hätte, dass er vielleicht überdenken soll, wie er
Leuten Feedback gibt. Also dass das manchmal wirklich sehr degradierend ist. Das bereue ich, dass ich das nicht gemacht habe, weil wenn es niemand sagt, wird das wahrscheinlich weiterhin passieren. Ja. Und natürlich würde ich mir auch wünschen, dass es mir auch persönlich wer sagt, wenn ich vielleicht das unbewusst mache. Aber ja. Oh mein Gott, so lange über eine schlimme Erfahrung. Was war die schönste Erfahrung in einem Studium? Das werden wir kürzer halten, obwohl es eigentlich insgesamt ja viel, viel schöne Erfahrungen gegeben hat. Die schönste Erfahrung war für mich, dass ich generell oft mit meiner Oma vor dem Fernseher gesessen bin. Dann haben wir die ZIP geschaut und da war das Weiße Haus und da haben wir gesagt, boah, das ist Amerika. Und später fange ich dann zum Studieren an. Ganz am Anfang des Studiums habe ich da mal so eine Einführungsveranstaltung besucht und da wurde mir irgendwas vom TOEFL-Test erzählt, wo ich ja heutzutage schon Erklärvideos habe, was eben auch ganz weit weg erschienen ist. Und die haben mir da erklärt, mit TOEFL-Test brauchst du halt öfter, wenn du in die USA gehst. Und da habe ich gehört, USA gehen, ist das sowas möglich, wenn man studiert? Also so, dass es halt auch leistbar ist und das ist es. Und ja, überhaupt, dass sowas möglich ist, das wusste ich nicht, bevor ich nicht studiert habe. Und ja, wenn man vielleicht Eltern hat, die schon studiert haben, dann ist das vielleicht klar, dass das möglich ist. Aber bei mir war das halt nicht so. Also meine Eltern, da keiner studiert. Hat auch keiner eine Matura. Oder ein Abi gemacht. Ja. Ja, und was mich auch gefreut hat, ist, dass ich durch die Uni Salzburg nach in die USA gehen habe können. Und mehr oder weniger auch zweimal, kann man sagen, auch das zweite Mal bin ich überhaupt auf das Fulbright-Programm durch die Uni aufmerksam geworden und durch Professoren an der Uni, wobei man sagen muss, die meisten Professoren an der Uni sind ja unglaublich nett, ja, das ist ein Beispiel von vorhin, war es ja ohnehin eine Ausnahme. Ja. Und es hat mich auch gefreut, genau, dass ich dann, als ich wieder aus Arizona zurückgekommen bin, dass meine Oma noch gelebt hat und das mitbekommen hat, auch geistig, dass ich dort war. Und da war sie, glaube ich, recht stolz insgesamt. Und sie war trotzdem glücklich, dass wir uns, glaube ich, noch gesehen haben. Und ich war auch glücklich. Ja, das war eine der schönsten Erfahrungen, die ich aber eigentlich meinem Studium zu verdanken habe. Was bereust du? Über diese Frage habe ich lange überlegen, nachdenken müssen. Bereuen tue ich, dass ich viel Wissen, das an der Uni vorhanden ist, nicht genutzt habe. Also Wissen, das im Hirn der Menschen ist, die dort arbeiten. Ich bereue es, dass ich manchmal vielleicht zu schüchtern auch war, Professoren ein bisschen mehr Sachen zu fragen. Ich mag es auch als Lehrerin manchmal ganz gern, wenn mich Schüler etwas fragen, aber man kann ja auch unglaublich viel von Professoren lernen. Ja? Die sind trotzdem, haben die schon viel gelesen und viel erlebt. Die wissen auch ganz viel und von denen kann man auch viel lernen. Und das habe ich überhaupt nicht genutzt, weil ich vielleicht auch zu schüchtern war. Oder ich nicht schleimerisch wirken wollte. Ja, und was ich auch bereue, ist bei manchen Vorlesungen, dass ich nicht in die Vorlesung gegangen bin. Ja? Ich glaube eben, da hätte ich auch von den Menschen, die dort unterrichten, durchaus was lernen können. Und das halt teilweise, das ersten paar Semester habe ich versucht, sehr, sehr schnell durchzuziehen und Dinge auch vorzuziehen. Aber das war halt zum Beispiel, ist das halt wirklich auch so abgelaufen, dass ich mich im Jänner teilweise noch für Vorlesungen angemeldet habe und mir dann gedacht habe, boah, vielleicht schaffe ich es irgendwie, dass ich da im März noch die Prüfung mache. Aber dann war ich halt nie bei den Vorlesungen. Was hättest du gern vor dem Studium gewusst? Vor dem Studium hätte ich sehr gern gewusst, dass Titel generell nichts bedeuten. Ist das jetzt ein Widerspruch zu dem, was ich gerade vorher gesagt habe, dass die Menschen, die dort sind, so klug sind? Irgendwie schon. Na, aber zum Beispiel, wenn du jetzt ein Lehrer jetzt länger studiert hat, dann heißt das nicht, dass das insgesamt so viel ein besserer Lehrer ist, als wie jemand, der schon länger dort an der Schule arbeitet und an der Praxis ist. Also Titel in dem Sinn heißen nichts. Oder auch, wenn jetzt jemand einen Titel hat in einem gewissen Bereich, dann heißt das aber trotzdem nicht, dass sich nicht jemand, der sich in der Freizeit ganz viel mit einem spezifischen Thema aus diesem Bereich beschäftigt, sich dort nicht besser auskennen kann. Heute kann man ja auch schon ganz viel über YouTube und so weiter lernen.
Und ja, dafür bekommst du zwar keinen Titel, aber du lernst trotzdem unglaublich viel, wenn dich etwas interessiert. Ja, und der zweite Ding, was ich vielleicht gern vor meinem Studium gewusst hätte, ist, dass man mit Fleiß sehr, sehr viel machen kann. Und dass ich glaube, dass Fleiß wichtiger ist als Intelligenz. Wobei es sowieso schwierig ist, woran man Intelligenz in dem Sinn misst. Aber ich glaube, dass man, solange man weiß, wie man Fristen einhält, wie man Dinge lernt, dann behaupte ich jetzt einmal, dass man auch Studien schaffen kann, die jetzt vielleicht schwieriger gelten. Ich glaube auch, dass sich manchmal die Mädchen zu wenig zutrauen, auch was Technisches. Ich glaube aber, wenn man wirklich sich reinlässt, die Zeit investiert und so weiter, dann kann man vielleicht auch Dinge interessanter finden und auch Dinge sich zutrauen und schaffen. Also das ist jetzt meine Sicht der Dinge, ja, weil ich auch genug Personen kenne, denen wurde vom Anfang des Studiums gesagt, das werden sie niemals schaffen und sie haben es geschafft. Eben vielleicht gerade deswegen, weil sie sich dafür umso mehr reingehängt haben. Ja, also das war's von meinem Studium Q&A. Was ich aus dem Ganzen aber ableite, sind insgesamt waren aber trotzdem die positiven Erfahrungen überwiegend. Die negativen sind wirklich nur so Momentaufnahmen. Jo. Habt ihr schon Studienerfahrungen gesammelt oder habt es vor, das zu tun? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Dankeschön fürs Zuschauen. Tschüss und wir sehen uns.